Kein Hausverbot, aber nur Licht ausmachen. Kein Licht mehr. Ab dieser Uhrzeit Licht aus. Der Bruder nimmt seine, also sein, wo Wasser ist, unter der Decke, wo er schläft, damit er auch ein bisschen warm wird, damit er für seinen Vater das geben kann. Das ist kein Märchen, wie gesagt, aber nur für uns ist Märchen geworden. Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, der war mit seiner Mutter in einem Zimmer und da hat er gehört, Abdullah, ja Mutter, was willst du? Ich will trinken. Hat er nicht gesagt, ja Mutter, schlaf, lass mich in Ruhe. Nein, er ist aufgestanden, hat er Wasser gebracht, die Mutter ist wieder geschlafen. Hat er gesagt, Wallah, ich bin so geblieben, bis sie wieder aufgestanden ist. Was ist das jetzt? Was ist der Unterschied zwischen diesen Leuten und wir? Die haben Religion verstanden. Das ist der einzige Unterschied. Die haben richtig Religion verstanden. Deshalb, ich sage immer, dass wir, was wir jetzt machen, nicht einfach, okay, das, das. Nein, von jetzt an, es gibt immer Möglichkeiten. Kannst du deine Mutter anrufen, kannst du deine Mutter umarmen, kannst du deine Mutter auch küssen, warum nicht? Das ist dein Paradies. Wallahi, das ist unser Paradies. Unsere Eltern. Unsere Eltern. Allahu musta'an. Jetzt kommt jemand und der sagt zum Beispiel, aber meine Eltern sind gestorben. Alles, was du schon gesagt hast, ist für mich schon vorbei. Meine Mutter ist schon gestorben, mein Vater auch gestorben und ich war richtig schlecht mit meinen Eltern. Wie kann ich das richtig nachholen? Subhanallah. Es gibt alles. Alles, was du nicht früher gemacht hast, da kann man immer nachholen. Gleiche Frage hatte auch ein Sahabi zu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam gestellt. قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ein Sahabi hat gesagt, wir waren mit Rasul sallam in einer Sitzung und die Sahaba die nutzen richtig die Zeiten aus und da haben immer die waren immer zufrieden, wenn ein Araber kommt. Wenn ein Araber kommt von weit, der wohnt zum Beispiel nicht in Mekka oder in Medina, einfach in einem Dorf und der kommt, der hat gesagt, Alhamdulillah, ein Araber ist wiedergekommen. Warum? Weil der stellt so viele Fragen. Ja, Rasulallah, was heißt das? Ja, Rasulallah, das und das und das. Und die Sahaba und die von Mekka und von Medina, die schreiben das, 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 das. Warum? Weil die schämen sich manchmal, die sagen, wir haben so viel, wir haben auch übertrieben, so viele Fragen gestellt. Aber wenn ein Araber kommt, der sagt, ja, Rasulallah, was heißt das? Das und das und das. Ja, Rasulallah, ich habe nicht verstanden. Andere Sachen, ja. Hauptsache, das kam, ein Sahabi hat er gesagt, بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاءه رجل من بني سلمة. Kommt ein Sahabi, ein Bruder aus einem Dorf, heißt Salama, Banu Salama. فقال, يا رسول الله, هل بقي من بر أبواي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ Das heißt, ja, Rasulallah, gibt es immer noch Möglichkeit, dass ich also für meine Mutter oder für meinen Vater etwas Gutes mache und die werden das auch, also auch dort kriegen? Da hat er gesagt, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, na'am, immer, du kannst immer was Gutes machen für die. Faqala Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, na'am, as-salatu alayhima. As-salatu alayhima. Und wir haben gesagt, as-salat ist ad-du'a, dass du für deine Eltern du'a machst. Wa infadu ahdihima min ba'dihima. Kann sein, dass zum Beispiel deine Eltern also Kredit oder Schulden gelassen haben oder auch kein Hajj gemacht haben, kein Umrah gemacht haben. Da haben auch ein paar Tage zum Beispiel nicht gefastet. Du darfst in diesem Fall, Wallahi, du musst sogar auch das auch machen für die. Wenn du deinen Eltern liebst, kann sein, dass zwei, drei, vier Tage nicht gefasst haben, im Ramadan zum Beispiel, du kannst das immer nachholen für die. Und die werden auch zufrieden. Warum mache ich? Schau mal, es gibt auch ein Hadith, die Eltern von Eltern,
Es gibt viele Stufen in Paradies. Und dann, jeden Tag, die kommen hoch. Und dann die Fragen, ja, wie haben wir diese Stufen richtig erreicht? Die Engel sagen, das ist Dua von deinem Sohn, Achi. Von deinem Sohn kriegst du diese Stufen immer höher. Und auch gleiche Geschichten, Achi. Kann sein, dass du nichts gelassen hast. Alam yaqul ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, idha mata al-abdu in qata'a 'amaluhu min kulli shay'in illa thalath. Drei Sachen werden dir immer noch kommen. Und von diesen drei Sachen ist wa waladun, nicht einfach waladun, aber salihun. Wa waladun salihun yad'u laka. Hat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam nicht nur gesagt, ein Sohn. Nein, Achi, ein Sohn, aber muss gut sein, salih ist. Dann, warum? Weil immer wenn er an dich denkt, er wird mit dir Dua machen. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat auch in einem Hadith gesagt, letzte Hadith, inshallah, drei Arten von Leuten. La ilaha illallah. La yaqbalu Allahu minhum sarfan wala adlan. Drei Arten von Leuten, die wird Allah von denen nicht kein Fard gebiet und kein Nafil gebiet. La ilaha illallah. Kann sein, dass du schon lange gebetet hast und Allah wird nicht von dir dieses Gebet akzeptieren. Drei Arten von Leuten, Allah wird von denen kein Gebet, kein Fard und kein Nafil angenommen oder annehmen. Wer sind die, ja Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam? Die erste ist Aqun li walidayhi. La ilaha illallah. Aqun. Wenn jemand nicht gut mit seinen Eltern ist, keine gute Beziehung, das wird dein Gebet nicht akzeptiert. Ist das auch keine Schande? Wallahi, das ist eine große Schande. Verlust, achi. Du betest, aber wird nicht von dir angenommen. Achi. Warum? Du gehst schlecht mit deinen Eltern. Subhanallah, achi. Wallahi, richtig Katastrophe. Viele Sachen wie, aber Alhamdulillah, achi, sag euch eine Sache. Alhamdulillah, dass Tauba gibt. Alhamdulillah, das Tauba gibt. Alhamdulillah, das Tauba gibt. Kama qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Al-Taubatu tajubbu ma qabl. Wenn du eine neue Seite angefangen hast, es wird alles gelöscht, sondern auch es wird alles bei dir gut geschrieben. Oder nicht, Achi? Was hat Allah gesagt, Achi? والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا شمال ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أبا الحمد لله إلا من تاب إلا من تاب توبة وآمن عن رشتك عقيدة إلا من تاب وآمن وعمل طاعتن ولش طاعتن نش أنفخ طاعتن وعمل عملا ولش عمل صالحا موت أن قوت طاعتن زين وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما. Gut geschrieben, aber sei nicht schlau. Sei nicht schlau, sag immer, sei nicht schlau, dass du sagst, okay, ich habe immer Möglichkeiten, ich mache so viele Sünden, sowieso die werden geschrieben, gut geschrieben. Nein, Achi, kann sein, dass du bei diesen Sachen sterbst, Achi, bevor du Tauba machst. Die beste Sache, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
التوبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وإياكم.